Taxi. Machen wir uns auf den Weg. Ja. Gehen wir Stellplatz bezahlen und ein bisschen spazieren. Jawohl. Obwohl, es regnet. Ja, da laufen wir im Regen am Stellplatz in Höhenschwand. Das liegt Höchenschwand heißt in das. In Höchenschwand, ja. Ja. Gott sei Dank bist du dabei und kannst mich korrigieren. Jawohl. Und das liegt im Schwarzwald. Im Jawohl. Hochschwarzwald. Am Natursportplatz, was auch immer das ist. Also ein Natursportplatz ist erstmal ein Fußballfeld. Und eine Saunalandschaft. Ja, nur mal schauen, ob der überhaupt Ton aufnimmt. Ja, ja, Ton nimmt auf. Ja, und eine Saunalandschaft und natürlich auch eine Loipe, wenn Schnee liegt. Hier liegt auch Schnee, aber nicht allzu viel. Reicht auf jeden Fall nicht zum Skifahren. Ja, und der Regen langt nicht zum Schwimmen. Nein. Aber es ist ein schöner Stellplatz. Inklusive ist ein Luftkurort. Inklusive Kurtaxe 8 Euro pro Nacht. Also das ist in Ordnung. Strom ist auch vorhanden. Entsorgung ist auch da. Da laufen wir gerade vorbei am Entsorgungsplatz. Und bezahlen ist ein wenig umständlich, da muss man in die Saunawelt. Das sind ja bloß ein paar Meter zum Laufen. Ja. Oder man muss in die Innenstadt, da ist ein Gasthof, das steht aber alles an der Infotafel angeschrieben. Okay. Wir gehen jetzt in die Saunawelt und bezahlen. Ja, die wird ja jetzt offen sein, denke ich, oder? Obwohl ja. Hier absolut nichts los ist. So, und jetzt haben wir schon das Problem, die Saunawelt hat geschlossen. Das heißt, wir können jetzt nicht bezahlen. Nee, das heißt, wir müssen jetzt in die Stadt reinlaufen, obwohl wir ja eigentlich durch die Gegend marschieren wollten. Naja, machen wir das halt. He? Also besser ist es, wenn ein Automat da ist, wo man es reinschmeißt und einen Pong rauskriegt. Jo, ja, einfacher. Ein Windspiel. So, und hier kann man schon erkennen, es gibt durchaus Freizeitmöglichkeiten hier. Allerdings nur, wenn das Wetter mitmacht. So, hier steht jetzt 1015 Meter. Also gerade, da sind wir an der Grenze. Heilklima-Wanderweg. Was für ein Wanderweg? Heilklima. Heilklima? Ja. Okay. Und da ist ein Hotel. Und es hat wohl auch schon bessere Tage gesehen. Haus Thomas Stube. Ich glaube, das ist verlassen. Sogar die Kirche ist zu, obwohl da steht Seiteneingang geöffnet. Vielleicht da vorne noch. Schauen wir nochmal. Und Ossi, gehen wir zurück. Nicht viel los in Höchenschwand. Nee, bei dem Wetter. Thank you.
So nackige haben sie auch da. Und auch die Dame. Das Zähnenackigen. Nicht erschrocken. Überall das Gleiche. Und die Läube, die geht durch die Ortschaft. Wie man unschwer an den Stäben erkennen kann, erwartet man hier eigentlich etwas Schnee. Und den Schnee haben wir nicht gekriegt. Nur Regen, muss ich. So ist es halt. Machen wir es uns im Womo gemütlich. Ja, genau. Gehen wir zurück und kochen etwas.